Okay, dann schauen wir mal, was wir hier für einen Pedi haben. Ich glaube, ich habe einen 20er Pedi. Ich bin mir aber unsicher, ich habe auf jeden Fall einen 50-50. Das weiß ich zu 100%. 10, 15, 20 und 22 habe ich. Da habe ich Juan May bekommen. Und jetzt habe ich halt wieder meinen 50-50. Ich habe 128 Sums. Mit dem Cashback-System nenne ich es mal. Komme ich vielleicht gut auf 2 5-Stars, wenn ich ein bisschen Glück, zumindest wirklich minimales Glück habe. Aber 50-50 zu gewinnen wäre auf jeden Fall geiler. Obwohl mit dem 20er habe ich eigentlich sowieso schon, wenn ich nicht komplett unlucky bin, 2 5-Stars garantiert. Aber nicht verzagen, es wird hier kein 50-50 verloren. 50-50s verlieren ist für Loser. Aber ein Early natürlich auch für Loser, deshalb warten wir da ganz geschmeidig ab. Gunalfin ist eigentlich so der Charakter, den ich am liebsten haben wollen würde. Ansonsten ein paar gute Lightcones natürlich, aber Vorstar-technisch bin ich jetzt nicht krass interessiert. Und ich habe unabsichtlich sogar geskippt wie der größte Whale der Neuzeit. Wie der größte Whale der Neuzeit, so kennt man mich. Oh, das wird doch safe ein Hard-Pity wieder. Das wird doch zu 100% ein Hard-Pity. Ich hab doch eh Angst. Ja, ist okay. Ich hab schon gesehen, dass es keiner wird. Danke, Bro. Okay, diesmal nicht den Insta-Skip. Ah, oh, Natasha juckt mich gar nicht. Also Lightcone wäre schon geil, vor allem eben, boah, die Lightcone, die irgendwie für jeden, nice, Harmony-Charakter gut wäre. Wie heißt die nochmal? Muss ich ganz kurz nachschauen, weil das fuckt mich sonst ab. Und zwar heißt diese Lightcone natürlich Memories of the Past. Ist halt für gefühlt jeden Harmony-Charakter die beste Lightcone. Und deshalb hätte ich da natürlich nichts dagegen, so einfach ein bisschen Off-Banner was zu bekommen. Aber mal schauen. Lightcone-technisch hätte ich natürlich auch gerne für Firefly was Besseres, aber mal schauen, was hier auf mich zukommen wird. Ich habe auf jeden Fall schon einen neuen Forster-Charakter für mich auf jeden Fall bekommen. Und zwar Arlan heißt er, glaube ich. Soll ziemlich schlecht sein, soweit ich weiß, aber ich collecte gerne. Ja, Arlan, sehr gut, danke. Danke, deinen Namen kenne ich jetzt, Kuss. Nochmal kommen musst du nicht. Und bis jetzt ist wirklich der einzige Forster, der nicht gekommen ist, Gunalfin. Genau die, die ich haben will. Perfekt, Grüße gehen raus. Und ich werde hier gehardpedit. Ich werde hier gehardpedit. Aber solange ich meinen 50-50 gewinne, soll es mir egal sein. Solange ich meinen 50-50 gewinne, soll es mir wirklich egal sein. Memories of the past. Oh. Habe ich die überhaupt schon? Ja, ich schätze schon. Ansonsten würde ja New stehen. Aber habe ich jetzt nicht erkannt auf den ersten Blick. Oh, es ist halt bald soweit. Es ist halt bald soweit. Eventuell jetzt. Eigentlich ziemlich sicher jetzt, oder? Oder ich werde wirklich gehart Pedi des Todes. Ich hasse Hard Pedis. Ich bekomme gefühlt nie einen Early und wenn, dann ist es eh ein 50-50-Loss. Bruder, ich habe mich echt gefreut, dass ich dich einmal habe, so für meine Kollektioner. Aber mehr ist das jetzt eigentlich auch nicht. Dummer Bastard. Kommt überhaupt noch irgendwas? Nö. Alles clean. Das ist der 5-Star. 50-50 win. Come on. Come the fuck on. Ich habe noch nie einen 50-50 gewonnen in dem Spiel. Please. More fucking please. Harmony. Ich will hier Harmony sehen. Und zwar Sparkle Harmony. Guten Alphen, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Sie wollte ich. Ja. So nämlich, Sparkle. Ich liebe dich. Double. Wo ist der Double? Imagine. Imagine.
egal. Alles geil, alles bestens. Sparkle ist zu Hause. Mein erster 50-50-Win in ganz Honkai fucking Star Rail. Sehr, sehr geil. Freue ich mich sehr. Und da leveln wir die Lady natürlich auch direkt hoch. Und da ist sie, diese wunderschöne Lady. Muss natürlich hochgeschalert, hochgeballert werden. Ich habe sehr viel für sie geprefarmt. Ich hoffe, ich bekomme sie also schon sehr weit. Lightcone-technisch weiß ich aber noch nicht, was ich ihr geben werde. Aber abwarten und Tee trinken erstmal. Oh. Ich habe anscheinend aber noch nicht genug geprefarmt. Weil das fehlt mir noch. Das habe ich voll vergessen. Ich bin nur... Oh nein. Ich bin nur auf die Traces gegangen hier. Ich habe so viele Traces gefarmt. Und habe ganz vergessen... Oh nein. Oh nein. Oh no. Der Fehler meines Lebens wieder. Ich werde sie, by the way, komplett auf 10 bringen. Ist das smart? Nein, werde ich es trotzdem machen, ja. Nein, das fuckt mich gerade gigahart ab. Das fuckt mich gerade gigahart ab. Ja, okay. Also ich werde auf jeden Fall reingehen. Hallo, ich wollte nicht komplett raus. Wo ist sie? Ich wollte hier nämlich sofort reingehen, bitte. Ich habe eh noch ein bisschen Stuff und dann farmen wir einfach ein bisschen für Sparkle mal. Ein kleiner Farm für Sparkle schadet auf jeden Fall nicht. Den nehme ich, by the way, immer gerne, wenn schön mit, einfach weiß. Ziemlich oft auf den Auto-Modus einfach laufen lasse und Aventurine ist da halt immer ein sehr guter Shielder. Aber jetzt spiele ich mal wieder alleine hier. Let's go. Das Team, by the way, absolut cool. Liebe ich extremst. Und natürlich, Aventurine ist jetzt nicht unbedingt nötig. Galea wäre theoretisch besser. Aber I don't know, ich liebe Aventurine. Er fühlt sich einfach so wie ein Chong-Li in Honkai Star Rail an. So würde ich ihn beschreiben auf jeden Fall. Weil sein Shield, wenn man das halt immer spammt, man kann halt gefühlt nicht verletzt werden. Also es ist doch wirklich nicht möglich. Das ist krank. Das ist straight up crazy, Mann. Ich hätte wirklich, by the way, nicht gedacht, dass ich meinen fucking 50-50 gewinne. Hätte ich nicht erwartet, weil ich echt unlucky in diesen Drecksgames bin. Weil ich wirklich unlucky in diesen Arschspielen bin. Okay, let's go. Jetzt sollte ich ein bisschen höher kommen. Ja, Sari, gewonnen, so. Da kann ich jetzt hier... Bitte mal direkt ein bisschen mehr reinschallern. Hydration Nation, nicht vergessen, das ist ziemlich heiß, meine lieben Freunde. Oh. Meine Freundin trinkt auch immer viel zu wenig, also gewöhnt euch an, immer genug zu trinken. Vor allem im Sommer so wichtig. So insane wichtig. Ja, ich bin eh direkt daneben. Dann geht's hier noch ein paar Fights rein, würde ich sagen. Ich muss aber hier erstmal ein bisschen auffüllen. Ich habe hier aber eh was angespart, weil mir irgendwie schon klar war, dass ich hier irgendwas vergessen werde in meinem Leben. Und diesmal gehe ich mal auf Smart Hype mit Galea hier rein. Ohne Buff oder so, einfach mit Firefly E direkt drauf. Let's go. Dann direkt wieder die Ult procken. Firefly ist halt geil. Ist der erste Charakter, den ich komplett voll gemacht habe in dem Spiel. Also ich habe sie ja überall bei den Traces auf 10. Ich habe ihre Lightcone natürlich voll gelevelt. Ich habe natürlich sie selbst voll gelevelt. Und ich bin happy mit ihr. Ist nicht umsonst mein Lieblingscharakter im kompletten Spiel. Sparkle könnte, by the way, Nummer 2 sein. Ich liebe Sparkle. Und bevor ich Firefly in der Story kennengelernt habe, war Sparkle sogar wirklich meine Nummer 1. Ich muss wirklich eine neue Tierlist mal machen. Muss ich wirklich mal machen. Weil da könnte sich einiges verändert haben. Aber ich glaube, ich warte halt, bis ich die Story auf den aktuellsten Punkt fertig gespielt habe. Warte ich, glaube ich, noch drauf. Aber ja, da gehe ich noch ein paar Mal rein, weil das habe ich sowieso nötig. Und dann wird gefarmt, gegrindet und gefarmariniert. Ich weiß nicht, Star Rail ist halt auch irgendwie so ein geiles Game, muss ich sagen, für nebenbei. Gacha-technisch für nebenbei würde ich sogar behaupten, Star Rail ist das beste Game. Weil man halt wirklich einfach das Spiel im Hintergrund laufen kann auf den Auto-Mode. Ein bisschen nebenbei farmen, während man gerade am Anime schauen oder sonst irgendwas am machen ist. Ist einfach ein fantastisches Chill-Gacha, sag ich mal. Außer die Story, die ist unchillig.
und dass man nichts skippen kann, das werde ich immer und immer wieder negativ anmerken bei diesen Hoolverse Games. Finde ich eine Katastrophe. Vor allem, wo man es jetzt so in Wuva lebt, einfach, es ist so viel geiler. Aber Star Rail natürlich, no hate, ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel sehr, sehr hart. Und dann geht's weiter, weiter, weiter. Oh, I don't know, auch wenn ich mit Firefly mal spiele, ich fühle mich einfach immer geil. Wuva größer, 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 stimme ich vollkommen zu im allgemeinen Sinne, aber vom Nebenbei-Sinne würde ich auf jeden Fall sagen, ist das Spiel hier schon besser. Und man kann einfach nebenbei alles machen. Nein, du spielst es nicht mal. Du spielst es nicht mal aktiv. Ich habe noch nie gesehen, dass du den Automodus überhaupt genutzt hast. Bodenlos hier wieder, bodenlos. Ich habe immer recht. Ja, immer recht im Nicht-Recht-Haben. So. Okay, die Kombi, by the way, auch aus dem MC halt und Firefly ist krank geil. Ich muss aber noch die Constellations halt freischalten. Werden wir wahrscheinlich in nächster Zeit auch noch für gehen. Weil die kann man ja an der Glocki-Statue freischalten, soweit ich weiß. Und ich überlege gerade. Ich glaube, eine war auch in der Side-Quest noch. Drei kann man, glaube ich, bei der Glocki-Quest bzw. Glocki-Statue freischalten. Und eine bei der Nebenquest. Ich bin mir aber unsicher. Muss ich aber auf jeden Fall noch machen. Weil bislang habe ich sie halt erst auf E2, dem MC. Und E6 wäre natürlich ein Gamechanger. Definitiv. Müssen wir gar nicht drüber reden. Fun Fact, by the way. Als ich halt wieder zurückgekommen oder richtig angefangen eher habe in Star Rail, habe ich mir halt die Tierliste ein bisschen angesehen, weil mich das halt sowieso immer interessiert in solchen Games. Und da habe ich dann halt den Trailblazer Harmony Trailblazer gesehen. Und da waren halt beide Editionen drauf, also männlich und weiblich. Und ich dachte, das wäre halt so eine Duo-Karte. Ich habe nicht gerafft, dass das der MC ist. Habe ich nicht gerafft damals. Ganz, ganz schlimm. Miserabel geht's mir auch. Und jetzt, come on, Brudi. Come on, Brudi. Es reicht doch. Du kannst dein Leben ehrenhaft beenden oder weiter wie ein Nuttensohn spielen. Dieser Schrei. Dino, ja, the one and only walking W. Wir lieben Dinos. By the way, bald 68. Insane. Wo ist Sparkle? Da ist Sparkle. So, jetzt aber ein bisschen mehr wieder. 60 ist da. 70 ist auch da, oder? Oh, wie viel brauche ich denn für 80 dann? Willst du mich verarschen? Werde ich gerade getrollt? Loser, fick dich. Chat wieder vollkommen gegen mich, oder was? Ich brauche halt nochmal ein bisschen mehr auf jeden Fall. Ich komme, by the way, auch bald, glaube ich, an den Standard-Banner 5-Star ran. Ich glaube nicht, dass mir da noch allzu viel fehlt. Also könnte eventuell heute schon was kommen. Ich habe aber noch länger nicht meine 200 Sums gemacht, um mir einen auszusuchen. Aussuchen werde ich mir dann wahrscheinlich, boah, hart zu sagen, aber ich tendiere eventuell sogar zu Bailu oder zu Clara. Ich finde beide eigentlich echt cool. Aber eher zu Clara. Finde ich schon giga, giga cool, den Charakter. Es gibt ja auch wirklich Leute, die sind sehr in sie drin. Und mainen sie auch, obwohl sie eben nur ein Standard-Banner 5-Star ist. Das finde ich auch immer cool. Soweit ich weiß, ist der letzte Charakter, der rausgekommen ist, auch nur eine verbesserte Version von Clara gewesen. Also wird wahrscheinlich auch für viele Clara-Gamer, die vor allem aufs Gameplay stehen, interessant sein. Obwohl es das Banner eh nicht mehr gibt, leider. Das Design fand ich, by the way, von ihr sehr cool. Ich weiß dann nicht mehr, wie sie hieß. Aber gameplay-technisch war sie nicht so mein Fall, wenn ich ehrlich bin. Gameplay-technisch war sie nicht so mein Fall. Okay, wie viel brauche ich jetzt fürs Letzte? Ich weiß es gar nicht. Viel zu viel wahrscheinlich. 35, deine Mutter. 35, deine Mutter, Junge. Holy shit. Da habe ich wenigstens die 9 schon mal und dann hole ich hier mal die Belohnung ab. Ein paar Samsa machen. Let's go.
Bildtechnisch muss ich auf jeden Fall auch mal schauen, was ich da reinmache. Nicht wundern, ich bin gerade nicht nur AFK, sondern am Nachforschen, was ich für die liebe Lady hier reinschallern kann. Als nächstes werde ich, by the way, die neue March-Version wahrscheinlich bilden. Habe ich schon sehr viel Bock. Messenger Traversing Hacker Speed. Oh, das ist sogar direkt. Interessant. Why bist du AFK? Heute wieder lustig, ne? Wack, ehrlich. Hier wollen wir bei den Substats Speed, Crit Damage, Effect Res und HP. Speed, Crit Damage, insane. Speed, Crit Rate, Break Effect ist halt besser für sie. Ich würde sagen, das ist eigentlich schon echt geil. Dann hätte ich hier halt auch noch gern natürlich Speed. Effect Res ist aber auch drauf. Echt geil auch. Ich würde sogar sagen, ich mache vorerst mal das hier drauf. Ronja, fick dich, weg hier. Hier würde ich gerne Crit Damage bekommen, habe ich leider nicht. Ich gebe hier einfach mal das hier. Werde ich natürlich auch für farmen und da sind wahrscheinlich Speed Boots am besten. Habe ich, glaube ich, aber keinen leider. Gehe ich auch einfach mal damit jetzt. Ist okay. Ist okay. Haben wir eine Schüssel, will Zwetschgen essen. Fick dich, hol dir eine Schüssel und hol dir Zwetschgen. Mein Gott, die sitzt neben mir und verlangt solche Sachen hier. Dann will ich Broken Keel. Ich weiß nicht, ob ich Broken Keel habe. Ist das Broken Keel? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Gar keinen Plan. Wo sieht man das? Ach so, steht doch da. Bin ich dumm? Habe ich keinen Broken Keel? Okay, muss ich mir dann auf jeden Fall holen. Dann würde ich aber auf jeden Fall schon mal damit gehen. Ja, Constellations habe ich natürlich keine. Hier level ich alles mal voll. Weil wie gesagt, ich will sie voll auf 10 bringen. Gibt Zwetschgen. Nee. Ich kann sie selbst holen, mein Gott. Für sie ist das auch nur ein Schritt, Chat. Just saying. Nein, okay, verstehe. Geistige Situation natürlich. Verstehe ich voll und ganz. Oh, da brauche ich Ascension 6 dann. Verstehe. Ich mache hier erstmal alles so voll, wie ich kann. Ja, man merkt auf jeden Fall, ich habe sehr starke Prefarmt hier. Und ich werde auf jeden Fall dann auch noch reingehen fürs Obrige. Wobei mir natürlich da dann der Scheißdreck hier fehlt. Mit Ascension 6. Wie viel kann ich mir hier machen? Oh Gott. Nee, nicht so. Ja, hier habe ich noch 46. Dann mache ich mir die mal alle voll. Schön die 17 rein hier. Skill Ultimate gehe ich als erstes. Okay. Skill Ultimate. Oder ich habe einfach nichts mehr davon. Oh Gott. Mach ich direkt mal 36. Kein Geiz hier, kein Geiz. Und dann hoch mit dir, liebe Lady. Und dann würde ich sagen, reicht das eigentlich vorerst auch schon mal. Bin ich auf jeden Fall relativ zufrieden. Dann equippe ich hier einfach mal Carve the Moon, Weave the Clouds, weil das gerade frei ist. Und ist auch tatsächlich eine ihrer besten. Es würde nur noch geben Planet Rendezvous. Was habe ich da drauf? Wäre sogar noch besser. Und Past and Future habe ich leider aber nicht. Das heißt, das wäre das Beste, was ich hier geben könnte. Ich spare momentan, by the way, auf die Harmony Light Cone, auf die goldene. Und dann werde ich ihr das hier mal geben und ebenfalls hochleveln. Was soll der Geiz? Für Sparkle, mein Gott, mache ich ja alles. Wir Sparkle, my one and only. Okay, neben Fly Goat. Mache ich alles. Ja, okay. Da habe ich auch wieder nichts, aber ist schon mal für den Anfang relativ solid, würde ich behaupten. Und dann wünsche ich natürlich auch noch jeden, der heute noch irgendwie pullen wird oder generell im Banner von Sparkle und dem neuen Charakter pullen wird, viel Glück. Hoffentlich gewinnt ihr euren 50-50. Hoffentlich bekommt ihr eine Early. Wunderschönen Tag wünsche ich noch und bis zum nächsten Mal. Und wir werden hier im Stream jetzt einfach noch ein bisschen weitergehen, alles auf 100% zu bringen und einfach noch ein bisschen für Sparkle zu leveln. Hier bekomme ich auch noch Level 39, Claim All. Und eventuell bekomme ich ja schon meinen Standard-Banner 5-Star. Zwetschgen, mein Gott, ich schwöre, diese Frau macht mich wahnsinnig.
Diese Frau macht mich wahnsinnig, Chat. Die kann das auch nicht vorm Stream sagen. Ich bin seit einer halben Stunde live. Ich lege sie jetzt auf den Boden und massiere die Zwetschge mit meinen Zehen ein. Hol sie dir. Hol sie dir. Ja, komm. Ja, arbeite. Leck meine Zehen dafür. So und nicht anders. Zu verstehen hier. Okay. Ich habe 3 Warpies. 3 Warpies. Ich glaube nicht, dass da irgendwas kommen wird, aber man kann Pragen. Man kann minimal einen Prage reinschauen. Ich hätte auf jeden Fall gerne Clara Rara. Aber heute soll es noch nicht so weit sein. Es würde halt auf jeden Fall geben. Oh, Character Trial gehe ich halt mal. Himeko habe ich. Welt will ich nicht. Nee. Bronya habe ich. Dann habe ich Chibardo. Dann habe ich Yan Qing, Yang King, Yang Huing, Yang Hurensohn. Und Bailu als auch Clara hätte ich noch gerne. Auf Welt kann ich echt hart verzichten, wenn ich ehrlich bin. Auf Welt kann ich richtig hart verzichten. Okay, dann habe ich ein paar Natascha. Obwohl nur eine, glaube ich. Ein Adelon. Für Gunaif und leider auch nur eine. Sehr schade. Dann zack, hier noch eine. Und neu habe ich dann Alan mit 2 sogar. Habe ich 3-mal gepullt. Also einmal war ganz nett, aber mehr als das hätte jetzt wirklich nicht sein müssen, wenn ich ehrlich bin. Wo ist Sparkle? Da ist Sparkle. Okay, von den Relikten her will ich auf jeden Fall mal schauen, ob ich hier vielleicht was hochleveln kann. Weil Speed Crit Damage ist halt schon geil auf ihr. Effect Resistance oder HP wäre noch nett. Würde ich gerne mal tryen. Attack, okay, ja. Speed, sehr gut. Speed ist der wichtigste Stat. Attack ist Arsch. Break Effect ist Arsch. Attack ist Arsch. Oh Gott, okay. Also es startet schon mal nicht so geil. Effect Rest habe ich hier. Wenn ich hier Speed oder so bekommen könnte, wäre... Oh, Crit Damage auch gut. Auch gut. Effect Rest hoch, hoch, weiter hoch. Weiter hoch, bitte. Ja, Crit Rate auch okay. Auch fein. Ja, nehme ich, nehme ich. Dann habe ich hier halt HP, obwohl, das könnte ich vielleicht sogar leveln, oder? Ah, nee, muss jetzt nicht sein. Muss jetzt vorerst mal nicht sein. Könnte ich vielleicht ein Two-Piece machen? Mit Longwurst Discipline. Glaub nicht, dass ich das habe, oder? Nee, habe ich nicht. Hab ich nicht hier. Auf jeden Fall nicht, dass ich es erkennen würde. Und dann gebe ich ihr dahingehend einfach mal Crit Rate, Crit Damage ein bisschen hier von dem Set, das eigentlich Firefly bekommt. Und Effect Res ist gut, Crit Rate ist gut. Crit Damage ist halt noch geiler, würde ich aber sagen eigentlich. Und dann würde ich mal behaupten, ist das ein solides erstes Bild. Geht auf jeden Fall besser, aber ich bin zufrieden. Ich bin vorerst auf jeden Fall mal zufrieden. Und bei den Game Tools bekommt man jetzt ein Tutorial oder was? Recommended Lineup bekommt man da. Was ist das? Words of Deceit. Refreshed. Okay. Da sehe ich jetzt die Lineups von beliebten Charakteren, oder was? Aber was bringt mir das in meinem Leben? Upgrade Recommendation. Das finde ich, by the way, echt cool, dass das halt direkt so angezeigt wird, was am geilsten ist. Und da werde ich auf jeden Fall natürlich auch noch reingehen. Dann schaue ich mir nämlich auch noch direkt an, was ich so in meinem Beutelchen hier habe und eventuell sabalzen kann. Einen kleinen Savage. Ich glaube leider nicht allzu viel, aber besser ein bisschen was als gar nichts. Dann kann ich mir ja schon mal direkt ihr Set hier holen. Zack, 180, let's go. Dann kann ich 2-mal schauen. Wenn ich ganz lucky bin, wird's vielleicht was. Ich extremst lucky bin. Und zwar heißt das Broken Keel. True. Und das sieht so aus. Einmal hätte ich halt gerne HP Planar Sphere und ein Energy Recharge Rope. Also gönn mir einmal hier HP einfach. Einfach HP. Gönn du mir Energy. Ja, das wird auf jeden Fall ein bisschen dauern, würde ich behaupten.
Das wird auf jeden Fall ein bisschen dauern. Aber gut. Meine Freundin zeigt gerade mit dem Finger auf die Nase von meinem Goat. Okay. Alles verwirrend. Ich würde jetzt mal ganz kurz mein Team ein bisschen auf Funny wechseln. Und zwar würde ich hier mal reinnehmen Sparkle. Dann würde ich hier mal reinnehmen Robin. Dann würde ich hier reinnehmen Ron May. Hä, ist doch ein 10 von 10 Team, oder? Oh mein Gott, ich hasse dieses Deployen. Ich hasse dieses Deployen erstmal. Sparkle, my Goat, ist zu Hause. Ich freue mich sehr.